Einen wunderschönen guten Tag und willkommen im schönen verschneiten Sternsingen. Ja, heute meine erste Aufnahme und ich habe da schon jemanden entdeckt. Der ist nämlich auch hier in Sternsingen. Hier läuft er rum und baut an seinem Häuschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es zeigen darf. Da oben ist er. Guck mal, der Logan. Hallo Logan. Hallo, Alicia. Ja. Na? Alles gut bei dir? Ja, ich hoffe mal bei dir auch. Ja. Ja klar, du baust an deinem Häuschen, sehe ich. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich baue eine kleine Baumzucht. Okay. Ja, damit wir hier in Sternsingen natürlich auch was haben. Ich habe schon ein bisschen vorgebaut. Ich muss gestehen, ich hatte schon mal eine Aufnahme gemacht. Naja, die hat sich dann verabschiedet, die Aufnahme. Hier draußen habe ich angefangen, Gewächshaus. Hier sollen die kleinen Setzlinge hin. Ja. Mhm. Die sollen hier aufgezogen werden. Und dann hier drin die großen Bäume. Die habe ich auch schon so weit ausgeleuchtet. Oh, und da hinten sehe ich, haben wir schon Besuch. Hallo. Der gehört hier nicht rein. Oh. Wird was Sachen vorbeigeschossen? Schießen wir mal ab. Da ist er. Haha, getroffen. Ja. Nicht getroffen, Schnaps gezogen oder wie? Hm? Aber eine ne wunderschöne Idee, in den Berg hier einzubasteln, ja. Ja, Zeron mag es ja in Sternsingen lieber klein gehalten. Dann dachte ich, okay, lässt es von außen klein ausschauen und gehst in den Berg rein. Ja. Und so habe ich ja auch ungefähr mein Badehaus geplant. Mhm, ein Badehaus? Ich möchte hier in Sternsingen ein Badehaus so halt ja, piratenmäßig erbauen. Mhm. Und ja, das würde ich dann auch so in den Berg reinsetzen. Ich habe auch schon ein Fleckchen gezeigt in meinem Video. Und da muss das halt bloß noch Opa Zeron unten drunter schreiben, ob er ja oder nein. Dann das muss ich mir mal anschauen demnächst. Ja. Magst du mir helfen mit Aushöhlen oder magst du lieber an deinem Haus weiterbauen? Nee, ich kann dir helfen. Also, Das wäre nett von dir. Dann musst du mir halt bloß sagen, wo und wie, was, wo. Genau, ich habe jetzt hier schon mal noch ein bisschen weiter rausgegraben. Das soll hier so, das sollen dann drei Reihen Bäume reingehen, ne? Dass das hier ein Neunerfeld ist, 3x3. Also müsstest du ja die Ecke dann auch nochmal wegbuddeln, oder? Ja, also hier die Ecke von hier ab. Ach, von hier ab. Hier, wo ich reingegangen bin, genau. Und dann halt so hoch wie die Decke ist, wenn es geht. Ja. Es ist so hoch wie die Spitzhacke kommt. Ja, erstmal. Ich würde sagen, wir höhlen das Ganze erstmal aus. Mhm. Ich gehe von der anderen Seite auch nochmal rein. Das waren wie tief? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3. 3, 4 und 5 und 6 und 7. So, und dann können wir vorgehen, bis wir den Logan wieder treffen. Oh, da sehe ich ihn schon. Glaube ich mal. Ja, da sind wir draußen. Gut. So, okay. Na ja, dann würde ich sagen, hüllen wir mal das Stück aus. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, genau. Du nimmst ja die allererste Folge bei dir auf. Das ist jetzt eine Sonderfolge aus Sternsingen, passend zur Weihnachtszeit, wie man auch an der Playlist hört. Ich habe ein paar schöne Weihnachtslieder ausgesucht. Ich will die Folgen jetzt auch nicht auf 20 Minuten begrenzen, aber auch nicht ewig lang. Also so lang wie die Playlist geht, so circa eine halbe Stunde. Ja, also so wie fast bei jedem. Ja, klar. Ja.
Naja, das ist doch. Ist doch was Schönes. Dann sieht man den Elysian nur auch endlich mal in seinen eigenen Videos. Ja. Da wird sich Zeron auch freuen. Der triggert natürlich immer ein bisschen, wenn wir uns sprechen oder schreiben, wann ich denn endlich mal aufnehme. Ja. Mhm. Ja. Naja, hast du jetzt ein ganzes Jahr bei dir in zwei Brücken verbracht und viel gebaut. Also, ein ganzes Meer. Ja gut, ja, über ein ganzes Jahr. Ja. Ist da schon seit letztem Jahr, Mike. Ja, klar. Bei mir ist es jetzt erst ein halbes Jahr. Da ist es bei mir schon eineinhalb. Ja. So, wir müssen gucken, dass wir ausleuchten. Sonst ja, haben wir du hast gleich hier. Ja. Sonst haben wir gleich hier wieder Besuch. So, gut. Dann würde ich mal schauen, dass ich mich hier hochbuddel, dass ich unter die Decke komme. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Klar. So, ich muss nur schauen, wie hoch das ich muss. Hier weg. Ich bin mal gespannt, was die anderen drei Elbenländer auch sagen, soweit. Nicht nur Zeron. Werden sich sicher auch freuen. Ich find's gut, dass du jetzt auch mit aufnimmst. Das freut mich. Weil da habe ich wieder einen mehr zum Gucken. Oh ja. Wird's nicht langweilig. Nee, es wird sowieso nie langweilig, also. Jo, genau. Wisst ihr ja. So, nur buddeln ist halt immer ein bisschen langweilig, aber. Ja, gut, aber das gehört einfach dazu. Das, genau. Und gerade bei so einem Projekt, ne? Ja, gut, das tue ich ja in Paneberg eigentlich meistens immer so weitestgehend vermeiden, dass ich irgendwo weite Strecken buddel. Ja. Aber. Ja, gut, das gehört halt mal dazu. Ja. Oder ich mache dann halt die Speedaufnahmen, wenn ich buddel oder so. Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Nee, das wäre jetzt ein bisschen fehl am Platz. Ja. Da geht's dann mit unserem Stimmen. Ja. Ja. Achso, buddel ich dir jetzt gerade den Grund weg hier? Ne? Du stehst hier gerade auf den. Bisschen brauche ich natürlich hier. Oder ich muss mir Gerüste holen. Ja, das ist jetzt eine Sache müssen, dass ich da nie buddeln darf. Oh, nee, alles gut. Ich revanchiere mich. Ja, wie immer. So, gut. Ja. Ich freue mich auf jetzt schon auf die ganzen Kommentare, die zum Video kommen. Oh ja. Und bin mal gespannt, wer denn alles zuguckt. Na, Hanabi wird auf jeden Fall zuschauen. Auf jeden Fall. Also Hanabi, die freut sich sicherlich. Ja. Auf ihre Kommentare freue ich mich auch. Ja, da freue ich mich auch immer wieder bei mir. Bei mir dauert es meistens nur bloß ein, zwei Tage, wenn ich zurückschreibe. So, ich bin nur ein bisschen stiller. Ich bin es noch nicht gewohnt. Ja, ich bin nicht so der Quasseltyp irgendwie. Ja, das möchte in deinen Videos auch ein bisschen werden. Deswegen war ich jetzt gerade ganz froh, dass Logan auch da war. Sonst hättest du gar nicht gequatscht. Sonst hätte ich, glaube ich, irgendwie gar nicht gequatscht. Es war schon schwer, in der ersten Aufnahme irgendein Thema zu finden, was ich ansprechen kann.
So, da muss ich noch hoch, natürlich. Gut, dann machen wir das. Das ist so. Zack. Und hier muss natürlich auch die Decke raus. Oh, da kommt Schnee, okay. Das schütten wir dann wieder zu. Alles, was zu viel weggeht. Also, ja, genau. So, okay, also ich bin jetzt so weit hinten durch. Also ziehe ich jetzt hier noch. Also hier kommt. Kommt noch so ein Holzbalken dazwischen, ne? Da kommt eh dann die Dings. Was? Hier kommt noch so ein Holzbalken dazwischen. Ja. Hier kommt noch ein Holzbalken dazwischen. Genau da unten. Wo ist meine Schaufel? Da. Okay. Also hier jetzt schon zuziehen, ne? Das, ja. Genau, ich bin ja unten schon mal um die Ecke gegangen. Kannst du mir... Warte mal. Muss ich da runter? Warte mal. Ich glaube, ich muss da runter. Nochmal. Wie weit muss ich denn da rein? Ach, das ist die Ecke hier. Okay. Das heißt, ich muss da hoch. Okay. Ich sehe Licht. Ja. Ja. Geh nicht los. Geh nicht in das Licht. Okay, ich muss es doch nochmal aufreißen. Egal. So. Und hier kommt Erde trinken rein, ne? Ja. Wo? In das Ding, was ich ausgehört habe. Ja, da kommt Erde rein. Wenn es geht, mach gleich das Muster, ne? Mit den immer mit den drei ja. Freilöchern. Okay. Dann suchen wir halt nochmal den Kloster. So. Wie weit muss ich rein? 7, ne? Ach Mist. Ne, Klaustern kannst du suchen, wie du willst, den habe ich im Inventar. Du musst das Klaustern nicht, nur die 3x3, ja. Und immer 3 Felder, 4 Felder frei. Und, ja genau, immer dazwischen 4 Stück frei. Wir sind gleich wieder schlafen. Mhm. Ich denke mal, mein Bett steht drüben. Ja, ich renne mal schnell rüber in mein Haus. Okay. Ich habe noch keine Fenster drin, also von daher kannst du durchs Fenster. Und ich liege. Du liegst? Okay. Ich beeile mich. Ich hüpfe. So, danke. Ich hüpfe. Dying, dying. Dying, dying. Gummibären. Oh ne, Quatsch. Und hüpfen hier unter Durchfall. Das passt gerade nicht zum Lied. Oh, oh. So. Ich muss mal gucken, wie weit ich reingehe. Muss ich bis auf minus 314. Gut. Oh, ich muss was essen, sonst verhungere ich. Ja, ich hoffe, soweit passt alles für euch. Ton, Musik,
Ja. Naja, das werden wir ja dann morgen wissen. Und wann sollten die Folge rauskommen? Das weiß ich noch nicht. Ach so. Ich habe weder Uhrzeit noch Tag geplant. Aha. Je nachdem, wie schnell es geht. So, guck nicht, dass ich zu weit grab. Das war schon zu weit, oder? Nö. So, noch eins kann ich. Ja, genau. Noch eins kann ich. Ich glaube, ich bin voll. Ja, bin ich. Haha, aber ich habe was. Guck mal, wo ist er? So? Da ist er. Oh. Ah. Ja, ja. Ein bisschen Spaß muss sein. La la la. Ja, alles, was ich da rausgraben muss, wo dann die das oben zum Vorschein kommt, da werde ich natürlich von oben auch wieder zuschütten. Ja, das ist sehr gut, ja. Dass man es nicht sieht. Das soll ja im Berg sein. Kohle brauchen wir immer, ne? Mhm. Was gibt's denn sonst schon Schönes bei dir? Was meinst du bei mir? In zwei Brücken. Zwei Brücken auch. Da ist momentan nicht viel los. Alles ruhig. Alles ruhig, ja. Die sind mit ihren Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. In zwei Brücken. Ja, die haben gesagt, gut, Herr Bürgermeister. Gehen Sie mal nach Sternsing, wir machen das. Mhm. Ja, ich habe da natürlich auch meine Leute. Ja. Meine Leute haben auch gesagt, ich darf hier nach Sternsing kommen, aber ich soll halt am 22. Mal in Paderberg vorbeischauen. Am 22. Genau, da wäre der Weihnachtsbaum und zwar in Paneberg geschmückt. Ah, da bin ich gespannt. Gibt's denn Geschenke? Das weiß ich nicht. Also. Ist ein bisschen früh, ne? Ja, ein bisschen früh. Also, wenn dann bestimmt am 24. oder danach. Ja. Also, bei mir ist es ja meistens dann immer üblich, dass ich am 25. meine Geschenke hole. Ah, ja. Und so wird das wohl dann auch hier so sein. Wie kommt's, 25.? Das ist bei uns so, das ist ein... Ist ja eigentlich, weil der Weihnachtsmann kommt ja eigentlich am 24. Vom 24. zum 25. Jetzt habe ich's. Ah ja, da gibt's bei euch einen Weihnachtsmann. Sorry. Das war böse. Böse. Greift nur auf den Boden. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich genau dasselbe wie da drüben? Oder ziehe ich es komplett hoch? Ja, ich ziehe es komplett hoch, ne? Du kannst auch komplett hochziehen, ja. Ja, ich muss auch mit dir sein. Ich bin zu lange schon in Minecraft. Was, zu lange? Warum? Ja. Euer nur schon seit heute Mittag online. Ah ja, da hat jemand Zeit.
Der Weihnachtsfeier habe ich immer frei. Mhm. Ja, ja. Du etwa nicht? Nö. Ich habe ein paar Fackeln vorgemacht. Ach ja, und ich habe mein Winteroutfit an. Hier. Ja, hab gefütterte, ich die gefütterte Lederrüstung. Jetzt weiß ich, warum euch immer so warm ist. Mir ist immer auch kalt. Tja. Deswegen habe ich heute auch so wirres Zeug geredet bei der Aufnahme. Was für eine Aufnahme? In der Folge. Wirres Zeug geredet. Weil mir kalt war. Oben hast du zwei hier vergessen. Naja, dann machen wir es eben so. Ich glaube, ich muss mir auch mal mein Winterzeug holen. Mhm. Pirat in Wintersachen. Oh. Das geht gar nicht. So, wo hast du denn das Holz? Müsste da auch ihre Kisten sein, ne? Ja, musst du die Kisten durchgucken. Ich glaube, da wo mein Bett steht, da ist Holz drin. Hm. Wenn die gerade aufs Bett strampeln hier. Fichtenstamm, ja. Ha? Fichtenstamm? Fichtenstamm. Joa. Lalalalalala. Ach, hier hast du ja, willst du hier auch ein Kreuz reinmachen? Also ein, nach oben? Nee. Nee. Ja. Hier einfach nur rum. Genau. Und hier könnte man so einen verknöpselten Stamm reintun. Verknöpselten? Ja, du weißt, was ich meine. Warte mal. Das war doch falsch. Ja, genau. Hast du noch Fichti? 4 Stück habe ich noch. Ja, bitte. Danke. Bläh. Komm, nimm's auf. Ja. So ein. Zack. Den hier. Achso, so in ringsrum umrundeten. Ich muss nur gucken, wie ich ihn setze. Ey! Hör mal bitte auf. Ich hab den nie abgebaut. Du hast ihn weggeschält. Das ist nix. Dann müsste er so bleiben. Weil wenn ich ihn so setze, dann ist er von der Seite normal und von der geht er hoch. Hm. Weiß nicht, was ich davon halt. Na. Ah, ja, egal. Komm. Ich brauche die Fichte auf jeden Fall. Für die Decke. Das ist alles aus Fichtenholz schon ringsrum gezogen hier oben. Das sehe ich jetzt mal. Ja, genau. Das, die Decke ist komplett aus Fichte. Aber hier ist es jetzt komplett aus Stein hier hinten. Ja, ja, das macht gar nichts. Und da vorne habe ich Fichte genommen. Das lasse ich auch. Aha. Das lasse ich auch so. Achso. Mhm. Aber hier hinten gefällt mir es irgendwie besser so. Ja. Das lasse ich. Das lässt er. Man könnte die Ecke jetzt auch noch mal einen Fichtenstamm hochziehen, wie hier. Oder? Könnte man tun. Naja. Das stimmt aber nicht überein. Ah, ist egal. Hast du noch Fichtenstämme? Ja, in der Truhe. Ich brauche eh den Rest dann für die Decken. Naja, gut, hier gibt es ja genug Fischdies, also. Ja, klar. Hol ich in Erde, wollte ich noch. Da ist noch Erde. Ich brauche nicht viel.
Okay. Und auch schön. Und das hier rein. Das reicht. Ja, ja. Wie wird Sir uns sagen, kleiner Huster, schneide ich hinterher raus? Mhm. Natürlich. Ja, doch, kann man lassen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, sieht gut aus, gefällt mir. Weiter so. So, dann tue ich jetzt schon mal ein bisschen den Fichtenstamm zu Fichtenholz vorarbeiten. Mhm. So, dann müssen wir uns mal überlegen, wie machen wir hier weiter. Eigentlich ist es noch zu klein, ne? Das reicht eigentlich. Es fehlen auch noch die vierer Bäume. Ja, als nächstes brauche ich noch die vierer Bäume auf jeden Fall. Ja, dann müsstest du ja dann hier hinten weitermachen. Ja, muss ich. Aber ja, erst. Dann tun wir das jetzt hier hinten aus. Ja. Erstmal die Decke zuziehen, oder? Ja, ich komm da nicht hoch. Ich kann nicht hochfliegen. Nee. Du musst dir mal Gerüste holen. Ein Engel ohne Flügel. Ich habe keine Gerüste hier. Dann nehmen wir halt Erde zum Hochbau. Dann machen wir halt einen Dreckvorstuhl hoch. Okay. Mach so. Und die hier muss ich auch mal loswerden. Hier, loben. Jetzt schon wieder? Ja, beschieß mich. Klar. Ich schieß den Arm, Logan. So, jetzt habe ich irgendwie einen Kratzen im Hals, ne? Du redest zu viel. Ich red zu viel. Ah ja, okay. Gut, dann bin ich ab jetzt stumm. Nein. Doch. Nein. Oh. Ja. Halt, ich habe gar keine Fichte. Warte, komm her! Komm her! Spannend, wie viel das sind. 64? No. Okay. Jo! Ich hab Fichte. Haben wir ungefähr gleich viel. Plus minus null, das was ich schon abgebaut habe. Angebaut habe. Okay. Ich sehe natürlich sehr viel, wenn ich kein Licht in der Hand habe. Und die Zuschauer natürlich dann auch. Ja, setz die Fackel dann oben drauf. Was ist das Ding? Ich habe jetzt gerade weitergedrückt und immer hinsetzen. Das setzt die Fackel mit der linken Hand. Ah ja. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Und natürlich muss ich an der Stelle auch noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt einen neuen Kanal, ein Gemeinschaftsprojekt von uns. Das Spielebuffet. Oh ja. Ja. Da könnt ihr mehrere Kanäle auf einmal anschauen. Also der Gärtnermeister ist dabei. Dann Cedric Elsius ist mit dabei. Logan macht auch mit. So viel ich weiß. Natürlich nicht nur mit Minecraft, auch mit anderen Projekten. Oh ja. Ich habe hier von Anno 1800 gehört und ja, genau. Oberzeron macht gerade Subnautica. Ja, das Spiel finde ich richtig toll. Mhm. So, okay, also mein Holz ist leer. Meins auch nicht.
that sins and sorrows grow. No thorns in fair. Jo, meins ist jetzt auch leer. Ich brauch Neues. Ja, also bei mir wird dann mit Sicherheit erstmal 8100 verbraucht. Und ja, bei den anderen werden auch ganz tolle Spiele kommen. Also ich habe schon viel gehört. Ja, lasst euch überraschen. Genau, wir jetzt in zu viel verraten. Ja, genau. Wir verraten mal nicht so viel. Kommt, guckt vorbei. Ich glaube, wir müssen ins Bett. Guck mal. Ja, genau. Wir müssen ins Bett und ich habe mein Bett nie aufgebaut. Ja, ja. Naja, ja. So, müsste ja eigentlich auch dann die Playlist schon fast wieder vorbei sein, ne? Hm, noch ein bisschen. Weil zweimal schlafen ist eigentlich in einer Aufnahme ist fast drin. So, jetzt brauchen wir erstmal. Wir müssen erstmal Fichte fällen. Hier hast du noch ein paar Fichtenbretter, Elysio. Die habe ich jetzt gerade aus den letzten 6 Stämmen noch hergestellt. Mhm. Ich werde mir meine Erde kurz los. Ne, ich habe nicht so viel, so viel auf meiner Axt drauf von Haltbarkeit mehr. Ja, ich habe da ein bisschen mehr. Die zieh mir mal noch los und fällen ein bisschen Fichte. Ich glaub, 264 ich Schläge, also die sind immer viel. Oh, nee, da hinten ist gar keine Fichte mehr. Hier hatte ich angebaut ein bisschen und gefällt. Ah, das muss auch nochmal aufgeforstet werden vielleicht. Mhm. Jo, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Das ist hier nicht allzu viel in der Nähe. Ja? Ein bisschen Gründerand. Richtung Norden. Hinter meinem Haus. Ich läuft die ganze Zeit hinter dein Haus aus. Ja, mir fällen einfach ein paar Bäumchen auf. Na? Hä? Wo bist denn du? Ich bin hinter deinem Haus lang gelaufen die ganze Zeit. Ja. Naja, ich fäll jetzt hier ein paar Bäume und bin zu lange. Mhm. Machen wir nicht alle auf einmal. Gut. Da drüben sind noch ein paar mehr Fichten. Das. Ah ja. Okay. Mal was essen zwischendurch und dann kann es weitergehen. Holzfällen macht immer so hungrig. Oh ja. Oh, guck mal. Okay, wie schneiden wir das euch mal raus? Was? Ich hab nichts gehört. Ich hab gehustet. Du hast gehorstet? Mhm. Okay. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding.
Alles klar. Oh, ich habe schon über einen Stack Holz. Machen wir den Stack noch voll und dann gehen wir zurück. Beste Setzlinge einzusammeln? Die, ja. Einen oder anderen habe ich. Ich hab das gleich wieder angepflanzt. Boah, natürlich. So, ja, komm, wegen den paar jetzt. Immer noch einen kleinen. Hier haben wir noch einen kleinen. Was? Ja, genau. Natürlich, ja, guck. Och, das arme Schaf ist gefangen. Komm, das raus. Arme Schaf im Baum gefangen, oder was? Jep, genau. So, die junge Dame hat es schon angeläutet. Das war's von meiner Seite her. Ich sag vielen Dank, Logan, bitte, dass bitte, du dabei warst. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Tschüss. Tschüss.